Heute Morgen sind wir um 4.30 Uhr aufgestanden, um ein Naturphänomen am bekannten Moraine Lake in der Nähe von Lake Louise mitzuerleben. Das sogenannte Bergglühen. Wir fahren circa eine Stunde von Banff in Richtung Lake Louise zum Moraine Lake, um gegen 5.30 Uhr vor Ort zu sein, bevor die Zufahrtsstraße zum Moraine Lake aufgrund der begrenzten Parkplätze geschlossen wird. Sehr früh am Morgen stehen wir mit Tausenden von Naturliebhabern am Rockpile, einem der beliebtesten Fotostandpunkte, um das Bergglühen zu verfolgen. Bei sehr kühlen 1 Grad in den Morgenstunden wurde uns einiges abverlangt. Jedoch für dieses Naturschauspiel hat es sich gelohnt. Der Ausblick auf den See vom sogenannten Rockpile ist eines der am häufigsten fotografierten Motive in Kanada, das auch auf der kanadischen 20-Dollar-Note der Sands of Canada Series von 1969 abgebildet ist. Das Bergglühen ist eine Lichtstimmung bei Sonnenaufgang im Hochgebirge. Es beschreibt zwei unterschiedliche Phänomene, die als erste Färbung und zweite Färbung bezeichnet werden. In der ersten Färbung steht die Sonne unter dem Horizont und beleuchtet die Berggipfel noch nicht direkt. Das Sonnenlicht wird dabei an Partikeln in der Atmosphäre wie Eiskristallen, Staub und so weiter gestreut, sodass es abgeschwächt auf die Gipfel fallen kann. Von dem sich violett verfärbten Himmel erscheinen schneebedeckte und hellfelsige Gipfel dann weiterhin in einem schwachen, aber sehr deutlichen und gleichmäßigen Rot. In der zweiten Färbung werden die Felshänge und Schneeflächen der Gipfel vom Licht der tiefstehenden Sonne erreicht und heben sich in dieser rot gefärbten Beleuchtung vom Vordergrund ab, der noch etwas im Dunkeln liegt. Ganz mutige sind sogar schon in den Morgenstunden mit dem Kanu auf dem Moraine Lake unterwegs.
Der Moraine Lake, deutsch Moränensee, ist ein von Gletschern gespeister See im Banff Nationalpark in Alberta, Kanada. Er liegt im Valley of the Ten Peaks, einem Tal, das von 10 Berggipfeln der Wengchema Range umgeben ist, auf einer Höhe von 1884 Meter über dem Meeresspiegel. Den höchsten Wasserstand erreicht der See nach der Schneeschmelze gegen Ende Juni. Am Nachmittag sind wir dann zum Lake Louise gefahren, um dort noch ein paar von den warmen Sonnenstunden zu genießen. Wir unternahmen noch eine Wanderung zum 1,5 Kilometer entfernten Fairview Lookout. Beim Einstieg zum Wanderweg wurden wir noch einmal darauf hingewiesen, dass wir uns hier in einem sehr aktiven Bärengebiet befinden und wir auf keinen Fall den Wanderweg verlassen oder alleine uns bewegen sollen. Also, so gingen wir dann in der Gruppe gemeinsam zum Fairview Lookout. Dort hat man einen unbeschreiblichen Ausblick auf das berühmte 4-Sterne-Luxushotel Fairmont Chateau Lake Louise. Der Lake Louise ist ein See in der kanadischen Provinz Alberta im Banff Nationalpark. Die türkisblaue Farbe des Sees stammt vom Steinmehl, das vom Gletscherschmelzwasser in den See gespült wird und auch als Rockfloor oder Glacial Floor bezeichnet wird. Hinter dem Lake Louise erheben sich einige schneebedeckte Berge wie Mount Temple 3543 Meter, Mount White 2983 Meter und Mount Niblock 2776 Meter. Nach einem langen Tag, der schon sehr früh für uns begann, verbrachten wir müde, jedoch total von diesem Naturphänomen Bergglühen begeistert,
am Lake Minnewanka. Der Minnewanka-See, Wasser der Geister in Nakoda, ist ein Gletschersee im östlichen Teil des Banff-Nationalparks in Kanada, etwa 5 Kilometer nordöstlich der Stadt Banff. Der See ist 21 Kilometer lang und 142 Meter tief und damit der zweitlängste See in den Bergparks der kanadischen Rocky Mountains. Laut Steinwerkzeugen und einer von Archäologen entdeckten Speerspitze aus Gloris bewohnten die Ureinwohner bereits vor 10.000 Jahren Gebiete rund um den Minnewanka-See. Das Gebiet ist reich an Tieren, wie zum Beispiel Elche, Maultiere, Bergschafe und Bären. Und die leichte Verfügbarkeit von Fels in den Bergen war der Schlüssel zur Herstellung von Jagdwaffen. So, für heute ziehen wir uns nach Banff in unsere Ferienwohnung zurück und werden gemütlich den Tag ausklingen lassen mit einem leckeren Abendessen und einem kühlen Bier oder vielleicht auch zwei. Also bis bald aus dem Banff Nationalpark, euer Dirk.